بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله meine liebe Geschwister im Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich möchte heute an einen Punkt uns erinnern, den ich in einem Video erwähnte, als ich über die Punkte sprach, warum sinkt der Iman und warum steigt der Iman. Und gestern haben wir in einer kleinen Runde auch darüber gesprochen mit den Brüdern. Und ich möchte nochmal auf diesen Punkt eingehen. Warum? Erinnerung ist nicht neue Information. Dieses Video ist keine neue Information. Erinnerung ist etwas, was du bereits schon weißt. Wenn ich dir sage, du hast morgen einen Termin beim Arzt, weißt du es bereits. Nur ich erinnere dich daran. Das ist, liebe Geschwister, was wir sagen. Erinnere dort, wo die Erinnerung nützt. Erinnern lässt sich derjenige, der fürchtet. Was Allah sagt auch in Surat Al-A'la. Woran möchte ich dich erinnern? Als wir die Punkte aufzählten, was den Iman zum Steigen bringt, was den Iman wieder zum Leben erweckt, war ein Punkt, nämlich das Nachsinnen und das Nachdenken über die Versen Allah subhanahu wa ta'ala, über das, was Allah azza wa jalla in seinem Buch offenbart hat. Und ich sprach auch darüber, dass das Nachsinnen bedeutet, dass wir verinnerlichen über die Dinge, die wir tun. Und wir haben verschiedene Beispiele gegeben und Versen aus dem Koran. Hier möchte ich auch dir sagen, mein Bruder, meine Schwester, das musst du in vielen Punkten machen in deinem Leben. Und ein Beispiel, das gab ich letztes Mal in einem Vortrag, als ich sagte, wenn du das Buch Allahs öffnest, dass du dir selber sagst, Hadha kalamu Rabbi, bevor du es liest, das ist das Wort meines Herrn. Dass du verinnerlichst das Wort deines Herrn, damit du weißt, worum es geht. Wenn du dich vor dem Gebet stellst, was der Bruder Abdul Hamid einmal in der Umrah sagte, der Geschwister in der Umrah-Gruppe, wenn du vor dem Gebet stehst, dass du sagst, jetzt stehe ich vor meinem Herrn. Ich werde mich jetzt vor Allah stellen und er wird mir dabei zuschauen, wie ich mein Gebet verrichte, damit du verinnerlichst diese Tat. Genauso, mein Bruder und meine Schwester, ist es so, wenn du den Takbirul Ihram gibst. Und mir geht es um den Takbir, weil viele Muslime benutzen diesen Takbir. Nämlich das Wort Allahu Akbar. Medien haben geschafft, sogar dieses Wort so zu machen, dass es als etwas ist für die Menschen, wovor sie Angst haben müssen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, darüber wollen wir gar nicht reden. Mir geht es um das Wort Allahu Akbar für dich, mein Bruder, meine Schwester. Wenn du sagst Allahu Akbar, bist du dir bewusst, was du da sagst? Weißt du, was du aussprichst? Kennst du nur die Übersetzung oder verstehst du, was du sagst? Verinnerliche, was du sagst, wenn du sagst Allahu Akbar. Wenn du dich vor dem Gebet stellst und sagst, Allah ist am größten, Allah ist das Höchste, Allah ist das Höchste. Ja, es gibt nichts Größeres als Allah. Nimm die Erde, Allahu Akbar. Nimm die Sterne, Allahu Akbar. Nimm die Sonnen und die Planeten, Allah. Nimm das gesamte Universum, Allahu Akbar. Nimm den ersten Himmel, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten. Nimm den Thron Allahs, Allahu Akbar. Ja, Allah ist größer. Und nicht nur, liebe Geschwister, in das, was wir gerade gesagt haben, Allah ist größer in jeder Angelegenheit. Aber manchmal ist für uns eine Sache auf dieser Dunya größer als Allah, leider, im Handeln. Und zwar, du weißt, Allah liebt diese Sache nicht. Du sagst Allahu Akbar, aber du handelst nicht danach. Dann ist deine Handlung mehr für dich. Doch du sagst doch immer wieder Allahu Akbar. Allah ist größer. Dann musst du das auch in dein Leben einfügen. Wenn du vor Dinge stehst oder Dinge nicht sein lässt, dann musst du sagen, dann musst du dir diese Packung Zigaretten anschauen, die an dir haftet. Oder du musst dir dein Khimar oder dein Hijab in die Hand nehmen, das du nicht anziehen möchtest. Und dir in den Spiegel schauen, während du Tabarruj machen willst, weil du vielleicht willst rausgehen und deine Aura offenbaren. Oder der Bruder will gerade das schlimmste Verhalten am Tag bringen oder der will einen bestimmten Ort besuchen oder gewisse Taten tun. Da musst du sagen, warte, stopp. Allahu Akbar. Allah ist größer. Allah hat mehr es verdient, dass ich ihn diene. Allah hat es mehr verdient, dass ich diese Dinge sein lasse für ihn. Das ist, was ich dir damit sagen möchte. Wenn du sagst Allahu Akbar, dann sollst du dir bewusst sein, was du sagst. Es geht sich nicht nur darum, dass du das draußen schreist, dass wir sagen Takbir und wir sagen Allahu Akbar, aber du weißt nicht, was du sagst Allahu Akbar und danach sitzt du im Club. Du sagst Allahu Akbar und dann rauchst du einen. Du sagst Allahu Akbar und dann begibst du Sinna. Du sagst Allahu Akbar und hörst und du... Yani, das passt nicht. Wenn wir sagen, Allah ist größer über jede Angelegenheit, Allah ist an der ersten Stelle für mich. Es kann nicht sein, dass ich ihn zur Seite schiebe und sage, nein,
und ich mich dementsprechend verhalte, wie ich mich hier verhalten soll. Das ist eine Erinnerung an dich und an mich. Es geht sich nur, und das ist mir sehr wichtig, Brüder, Schwestern, wenn ich diese Videos und diese Aufnahmen mache, es sind nicht Aufnahmen, wo ich mit dem Finger auf euch zeige, weil wenn ich mit dem Finger auf euch zeige, drei Finger zeigen auf mich zurück. Ich sage es für mich und für dich. Ich auch, aber Alia, wenn du das letzte Mal kurz davor bevorstehst, eine Tat zu begehen oder Dinge nicht sein, dann sag Allahu Akbar. Und wenn du dich vor dem Gebet stellst und deine Hände hebst, sagst du Allahu Akbar, dann weißt du, Allah ist am größten. Khalas. Es gibt nichts anderes außer Allah Azza wa Jal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa alaikum assalam.